möchte euch jetzt zeigen, wie ich so ein Messeretui anfertige. Dazu brauche ich einen Cutter, Halbmond, Kantenschneider, Nummer 1 oder 2, nicht zu grob, einen Rillenausheber, ein Prickrädchen Nummer 6, ein Reifeleisen. Im Weiteren brauche ich einen Maßstab, Winkel, Vorstechale, Schwertale und Rundale, Falzbein und auch Faden und Nadel. Zuerst nehme ich das Messer und klebe das dann mit einem Doppelklebband. So kann ich jetzt das Messer auf der Holzplatte fixieren. Voilà. Als nächstes mache ich das vorbereitete Leder anfeuchten. Ich befeuchte das Leder von beiden Seiten. Und forme das übers Messer. Dann mache ich das mit dem Tacker. Was zu viel ist, schneide ich weg. Und jetzt drücke ich das mit dem Falzbein schön fertig ans Messer ran. Gleichzeitig kann ich auch noch diese Linie anzeichnen. Und die Distanz, die ich nachher brauche, hier habe ich alles angezeichnet, wo ich schneiden kann. Und dazu muss ich das Ganze jetzt nochmals wegmontieren. Dann kann ich das wieder flach drücken. Und gebe so den definitiven Schnitt. Und jetzt die Kanten schneiden. Und da, wo es nicht aufliegt, muss ich die Kante auch von der Rückseite schneiden. Und als nächstes wird dieser Rand reingedrückt mit dem Reifeleisen. Und dann kann man das Ganze nochmals aufheften, tacken.
Als nächster Schritt kommt jetzt das hintere Teil, was wir vorbereiten. Das muss ich zuerst abfüttern. Da kommt das Leder reingeklebt, damit ich hier auch ein Oberleder habe. Als erstes muss ich das Futterleder von hinten anschärfen. Ich habe mir eine Schablone angefertigt, indem dass ich die Mittellinie eingezeichnet habe, das Messer drauf platziert habe und dann mir überlegt habe, wie kommt die Hülle darüber und wo mache ich den Falt für die Gürtelschlaufe. Jetzt zeichne ich das genau auf nach der Schablone. Und den Teil kann man schon schneiden. Das sind Markierungen, damit ich auf der Rückseite auch weiß, wo das geschnitten wird. Voilà. Dann drehe ich das um. Jetzt kann ich das auch und hier habe ich die Stelle angezeichnet, wo die Biegung für die Gürtelschlaufe kommt. Und da kann ich gleich schon die Kerbe ausheben. Und zum Falten mache ich das schön feucht. Das sind die drei Kerben, die ich für die, damit ich das besser falten kann. Und jetzt schneide ich das zu. Dann kann man das hier auch etwas anschärfen. Und diese Kante auch schon schneiden. Und das zeichne ich auch gleich an, wo das hingenäht kommt. Dazu habe ich da unten mal die Mitte markiert. Hier kann ich das Prickrad einsetzen und auf jede Seite mache ich 11 Löcher.
Und dann auf die andere Seite. Und damit ich die gut sehe beim Nähen, stupfe ich die etwas nach. Und jetzt noch für die Retourstiche. Und jetzt kann ich das darunter kleben, damit ich es anschließend nähen kann. Und dann kann ich das jetzt kleben. Jetzt kann ich das runterkleben. Ich schaue, dass Mittellinie auf Mittellinie bündig sind. Zuerst nähe ich 3 Stiche zurück. Das habe ich jetzt gestochen. Jetzt kann ich auf Zug den Faden bündig wegschneiden. Jetzt schneide ich das Leder zurück. Alles, was übrig ist, wird abgeschnitten. Das haben wir soweit. Ich wünsche euch viel Glück beim Selbermachen. Und wenn ihr welche Fragen habt, stehe ich gerne zur Verfügung. Tschüss!